ist eigentlich damals weltweit durch die Medien gegangen, weil ich muss ehrlich sagen, hätte mir das jemand erzählt, dass sowas in Stuttgart passiert. Wir kennen das aus Kolumbien oder anderen Ländern, aber nicht aus dem Schwabenland, wo es normalerweise relativ zivilisiert zugeht. Aber dieser Tag war erschütterlich für uns alle. Wir werden das alle nie vergessen, wie da die Polizei friedlich demonstrierende, vor allen Dingen junge Menschen und Ältere mit Wasserwerfern, mit Knüppeln und sämtlichen Mitteln, die die Polizei so hat, also teilweise schwer verletzt hat und uns total eingeschüchtert hat. Das war beispiellos. Der Widerstand lebt noch, weil wir hören zwar wesentlich weniger in den Medien über Stuttgart 21 und dieses Wahnsinnsprojekt, was Milliarden verbuddelt, was unseren schönen Kopfbahnhof unter die Erde tun soll, aber die Leute gehen jeden Montag immer noch auf die Straße, wie gesagt, heute Großdemo wieder angekündigt, Schwabenstreiche gibt es in vielen Stadtteilen, auch außerhalb von Stuttgart, teilweise auch jeden Tag. Also, und jetzt haben wir ja eine neue Regierung mit Herrn Kretschmann an der Spitze, unser neuer Ministerpräsident. Die Grünen kriegen Druck, die SPD kriegt auch Druck und wir hoffen eigentlich, dass sich das Projekt noch verhindern lässt, wenn auch eventuell nicht mit dem Volksentscheid, den haben Sie ja nun gerade beschlossen am Mittwoch. Wir müssen dann mit Ja stimmen. Also das ist eine ganz trickreiche Frage. Stimmen Sie dem Finanzierungsgesetz zu, das eben verbietet, dass über eine bestimmte Höhe das Land für dieses Milliardengrab, wie wir es immer nennen, zahlen müssen. Es ist jetzt an uns, die Leute überall im ganzen Land, in Baden-Württemberg zu mobilisieren und sagen, ihr müsst an dieser Volksentscheidung teilnehmen, weil wir haben ein Quäntchen Chance, durch diesen Volksentscheid doch das Projekt zu stoppen. Und wenn nicht, das ist auch klar, wird es erst recht den Widerstand weiter befördern, denn wir wollen diesen Bahnhof definitiv nicht. Wenn wir diese vielen Milliarden, man redet ja heute bis zu 10, 11, 12, aber es spielt ja alles keine Rolle mehr, nachdem wir gestern den Rettungsschirm im Bundestag, die 211 Milliarden verabschiedet haben, kommt es auf eine oder fünf oder zehn anscheinend überhaupt nicht mehr an, aber dass das Geld natürlich dann woanders fehlt, auch in Berlin, bei der S-Bahn zum Beispiel. Ihr kennt das alle, das Trauerspiel mit der hiesigen S-Bahn. Das muss auch klar sein, denn das ist hier keine Gelddruckmaschine hinter mir. Die sind nur dazu da, irgendwelche komischen Bauten zu bauen. Ich glaube, es ist auch klar, dass es schon lange nicht mehr um den Bahnhof geht. Alle wissen eigentlich, dass dieses Projekt verkehrspolitisch völlig daneben ist. Nicht nur verkehrspolitisch, sondern auch ökologisch unglaubliche Risiken birgt. Also wir haben mittlerweile so viele Gutachten, Expertenaussagen, die alle belegen, liebe Leute, lasst den Stuttgarter Bahnhof oben. Oben bleiben, oben bleiben, oben bleiben. Ich dachte schon, es geht ja nicht nur um den Bahnhof, sondern es geht primär um die Gleisanlagen. Denn wenn man die Gleisanlagen weg hat, dann hat man ein wunderbares Filetstück, ähnlich wie hier. Früher war das ja auch mal ganz anders in Berlin, wenn man sich noch erinnert. Das ist ein Immobilienprojekt. Man will halt solche Türme dahin bauen, Shopping-Malls, naja, der ganze neumodische Quatsch, den keiner braucht und der sowieso nur für ganz wenig Leute interessant ist, aber nicht für einen Großteil der Bevölkerung. Also es ist ein gigantisches Spekulations- und Immobilienprojekt und auch aus dem Grund sind wir total gegen den Bau von Stuttgart 21. Es ist überall im Land haben wir diese wahnwitzigen Großprojekte, die wirklich nur wahnsinnig Geld verschlingen und die aber niemand will. Das Geld für Schulen, für Bildung, für Gesundheit, für Pflege ist angeblich nicht da. Wir müssen immer
stärker um das in unserer Verfassung garantierte Versammlungsgesetz kämpfen. Das sehen wir bei den Demos gegen Nazis, gegen Atomkraftwerke. Wir werden zunehmend kriminalisiert. Genau das passiert auch in Stuttgart. Blockierende Menschen, die sich wegtragen lassen oder sonst sich wehren, werden mit hohen Strafen überzogen, was natürlich auch die Protestkultur jetzt etwas hemmt, denn man fragt sich, wenn ich das und das mache, mich wegtragen lasse, kann ich das dann überhaupt bezahlen, wenn ich einen Strafbefehl kriege? Also die zunehmende Kriminalisierung vom friedlichen Protest, das dürfen wir uns wirklich nicht bieten lassen. Auch dagegen müssen wir immer wieder auf die Straße gehen. Baustopp jetzt! Baustopp jetzt! Baustopp jetzt!